Hallo, liebe Freunde und Freundinnen von Mittelstadt TV. Heute seht ihr mal eine Anlage von meinem lieben und netten Fremo-Kollegen Michael Löcken, den seine Anlage war auch bereits in der MIBA mehrfach beschrieben und bebildert. Jetzt habt ihr gerade die Gleispläne gesehen, erst von dem Oberbahnhof, dann von dem Schattenbahnhof. Jetzt machen wir hier einen kleinen Überflug über die ganze Anlage, damit ihr euch schon mal so ein Bild machen könnt. Was sehr hervorzuheben ist, ist durch die Hintergrundgestaltung diese tolle Tiefenwirkung der Anlage. Also wirklich fantastisch. Und wenn ihr euch dann auch noch anguckt, wie detailreich alles ist, das ist einfach nur sehr, sehr schön. Naja, wie gesagt, die Anlage war auch schon mehrfach in der MIBA ausgeschrieben und ist wirklich sehr sehenswert. Ja, nach dem Überflug kommen noch ein paar Fahrtszenen seiner Züge, danach noch ein paar Bilderchen und ich hoffe, dieser Film gefällt euch wieder. Dann gerne einen Daumen nach oben. Wer noch kein Abo dagelassen hat und es ihm trotzdem auch wirklich sehr gefällt, lasst gerne ein Abo da. Auch von Mittelstadt wird es demnächst mal wieder ein Video geben. Zurzeit ist noch eine größere Baustelle. Deswegen ist kein Fahrbetrieb und auch kein, ja, nicht wirklich was zu filmen zurzeit vorhanden. Da alles mit Baugerümpel sozusagen voll liegt. Aber auch die Zeiten werden sich wieder ändern und dann seht ihr natürlich auch wieder was von Mittelstadt. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt viel Spaß und sage bis demnächst, euer Heinz. Ciao! Falls ihr euch wundern solltet, warum kein Originalton vorhanden ist, da wir uns mit drei Mann halt sehr angeregt und nett unterhalten haben, habe ich diesen diesmal rausgeschnitten und werde diesen Film mit Hintergrundmusik unterlegen. Dann habe ich dir gesagt, nach so und so viel Zentimeter stoppen und ja. Also ist schon ein bisschen lange Programmierarbeit. Aber das ist ja so eine Sache, das machst du so nebenbei, ne? Ja. Wenn du fährst. Ach, da ist der. Oh.